Was geht, liebe Mitmenschen? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf meinem Kanal. Ja, ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein. Hier mal schön über das Laden rein. So, wo waren wir da? Hier genau, schön mit Ausblick auf die andere Seite. Wir wollten darüber schwimmen. Ich wollte noch so ein bisschen was aus philosophischem Background zu der Geschichte erzählen. Ist ja vielleicht für euch auch ganz interessant. Werden ja hier durchaus viele philosophische Themen angesprochen. Angefangen mit der allerersten Frage, ihr könnt euch vielleicht entsinnen, wir werden jetzt einfach hier rüber auf die Insel schwimmen. Gerade vielleicht schon mal von hier gucken, wo wir am besten, da sieht doch gut aus, oder? Obwohl ich vielleicht eh ohnehin einmal um die Insel rum würde, vielleicht liegt da irgendwo noch ein Schatz vergraben oder dergleichen. Nicht, dass wir das dann verpassen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ja, ganz am Anfang des Games wurden wir die Frage gefragt, die eigentlich simpel ist und vorweg der Geschichte ging, was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Ja, und wir wurden gebeten, darüber mal nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile getan habt, ob ihr das jemals getan habt oder ob euch das eigentlich relativ egal war. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ja. Bis jetzt habt ihr ja immer alle gemeint, ey, so ein geiles Spiel, wir sind da voll ready und kommen auch immer wieder hin zurück. Zumindest von denen von euch, die das so mitgeteilt und kommuniziert haben, weiß ich das. In dem Sinne bin ich mir sicher, dass ihr auch irgendwie so ein bisschen zumindest um die zugrunde liegenden Themen nachgedacht bzw. reflektiert habt. Wenn wir das jetzt mal ganz casual unterscheiden, ja, also quasi so in seinen Beginnen und Zügen und Eigenschaften, ja, dann geht es ja natürlich um zwei Sachen, und zwar körperliche Freiheit zur Selbstbestimmtheit und geistliche Freiheit, oder? Ihr wisst Bescheid, die Gedanken sind frei, die kann man nicht in Ketten legen, das funktioniert nicht. Allerdings kann man sehr wohl einen Körper in Ketten legen. Ja, wenn ihr in Ketten liegt, dann seid ihr nicht handlungsfrei in dem Sinne, oh yeah, Einzelteile, dann seid ihr nicht handlungsfrei in dem Sinne, dass ihr euch frei irgendwo hin bewegen könntet oder so, das klappt dann nicht. Die Laterne würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, Kohle, aber vielleicht schon. Oh, wir sind schon wieder relativ voll, gell? Ja, jetzt nehmen wir die trotzdem mal mit. Aber da müssen wir direkt wieder was verkaufen gehen eigentlich. Ich muss dann auch echt noch schauen, im Stadtzentrum war noch diese Kiste irgendwo. Vielleicht dürfen wir die wirklich benutzen, um da Sachen reinzulegen. Das wäre natürlich ideal. Ich glaube wirklich, dass hier nicht sonderlich viel geht, wie es aussieht. Wir müssen wahrscheinlich einfach nur irgendeinen Zugang zur Insel finden. Ja, hier sowas, oder? Kann man hier schon irgendwie hoch? Ah, so ein bisschen hochjumpen. Sieht nicht so aus. Hätten wir jetzt hier eine Schattenmähne oder irgendein anderes Pferd in Skyrim, ist Bescheid. Hier solche Gefilde hochklettern. Überhaupt kein Problem. Ja, so lief es da immer. Okay, ich würde gerne diese Pflanze da oben abholen. Einfach, weil die an so einem legendären Spot steht, dass sie ja wohl irgendwas können muss. Das hat so nicht geklappt. Vielleicht mit einem Sprint und dann hüpfen. Geht das hier überhaupt? Ah, nee. Ja, dachte ich mir schon. Okay, das ist so die Idee. Also das ist so die erste Unterscheidung, würde ich sagen, die man hier treffen müsste zu diesem Gedanken. Was genau er uns damit jetzt sagen will erstmal, ist nicht so ganz klar. Ja, also würde ich zumindest sagen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was dabei rumkommen soll so als Punkt. Aha, hier geht's schon los. Ich sehe jetzt niemanden, aber da brennt natürlich ein Feuer. Wäre jetzt noch die Frage, was sollten wir denn hier überhaupt nochmal genau machen? Muss ich gerade nochmal nachschauen. Dem Hinweis der Frau nachgehen. Ja, könnte natürlich gut sein, dass wir hier direkt ins Kornbett verwickelt werden, oder? Ah, guck mal, von da hätten wir schön reinlaufen können einfach. Steht da jemand oder ist das eine Statue? Das sind Statuen, oder? Die beiden Genossen hier. Ja, also diese erste Unterscheidung ist jetzt natürlich ganz klar derart, dass wir ja auch, wenn wir das so unterstellen, wie wir es gerade gemacht haben, hier mit in Gefangenschaft sein oder eben nicht, dann ist ja erstmal noch zu unterscheiden, ein Sklave kann ja frei sein oder in Ketten liegen. Ja, beides ist möglich. Und wenn wir davon ausgehen, dass er frei ist, jemandem gehört in dem Sinne, aber sich frei bewegen kann, na, dann ist ja erstmal, gibt es da keinen Unterschied, wenn man so will. Man könnte sagen, der einzige Unterschied ist, wenn der Sklave dann einige Aktionen macht, ja, irgendwas tut, dann hat er natürlich unter Umständen, wenn diese Sanktion gegen den Willen seines Herrn, seiner Herren verstoßen, mit Sanktion zu rechnen. Während das ein freier Mensch in gewissen Teilen nicht hat. Ja, also nicht von einem anderen Menschen, dem er irgendwie in dem Sinne Rechenschaft schuldet, sondern vielleicht eher von einer Gesellschaft, die dann irgendwie sagt, oh,
du hast hier in meinen Vorgarten gepisst. Das war zwar dein, das konntest du frei so tun und frei so entscheiden, dann haben wir direkt eine Trap. Aber ich finde das natürlich uncool und ich erzähle das jetzt auch allen und dann finden dich alle voll blöd. Ja, das, sowas geht natürlich immer. Und in dem Sinne, ja, wisst Bescheid. Hä, hey, warte mal, habe ich nicht sonstige Untertitel an? Müsste ich die doch hier eigentlich eingeblendet bekommen, oder? Wo ist das? Da, speichern, ne? Vibration, Kaseempfindlichkeit. Nee, hier nicht. Wie komme ich hier wieder zurück? Wieder auf ein, okay. Dialog, doch, sonstige. Und eigentlich müssten die mir eingeblendet werden. Ich sehe da jemanden moven. Das ist eine Falle. Die wollen also offiziell, obviously nicht, dass wir hier reinlatschen, ja? Das heißt, ich würde hier eigentlich schon fast das Feuer eröffnen, oder? Ja, eben Schnauze, ihr beiden. Okay, sind also mindestens zu dritt. Oh, ein Staubmischer. Geile, geile Musik. Oh, damn. Oh damn. Oh damn. Junge, die hacken ja direkt richtig rein. Was mit der Falle? Ah, ja, verreckt ihr Kacknasen. Ich müsste so lügen, wenn ich sagen würde, ja, das habe ich genau so geplant. Nee, das lief aber ganz gut. Ja, ich bin hier irgendwie zur Seite gehüpft, habe da gar nichts von abbekommen. Die hat es alle voll erwischt hier. Genauso hatte ich das auch geplant, ja, also, ja, wisst Bescheid. Hab ja auch gleich am Anfang gesagt, das ist so mein Plan. Hm. Habt ihr alle gehört, bin ich mir sicher. Genau, in dem Fall kann ich hier schön weiter erzählen. Ja. Lassen wir uns ja gar nicht beirren hier. Mal einfach weiter labern. Ein weiterer Punkt, der jetzt letztes Mal angesprochen wurde, war, da hat ja hier, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, dieser Dude, der diesen Brief geschrieben hat, ja, an seine verstorbene Frau oder, ja, beziehungsweise die er dann halt eben umgebracht hat, wenn man so will. Er hat ja gemeint, yo, wir waren in dem Sinne nie frei. Ja, wir sind in so einer Welt, in der du irgendwie diese zwei Wege wählen kannst. Entweder du gehst so ein bisschen mit dem Flow, ja, und dann so in so Overdekadenz und so. Da habe ich ja schon was dazu gesagt. Das ist so für mich immer diese, oh, da gibt es Arkanistenfieber, toll. Diese Fight Club-Idee quasi, wenn man so will. Dass dann irgendwann Dinge dich besitzen und das letzten Endes, ja, ich sag mal, gar nicht immer so eindeutig ist, wer davon was profitiert, wenn man so will. Ein anderes Thema, was da aber angeschwungen hat, ist so diese Sinnlosigkeit, wenn man will, oh geil, des Lebens. Ja, also wenn du jetzt quasi denkst, okay, ich bin irgendwie so jemand, der voll Gutes will, Glimmerkappenstaub und dessen Anwendung. Junge, das ist ein Wälzer. Und man kann nicht umblättern. Okay, bei einer Untersuchung des Glimmerstaubs konnte ich folgende Effekte feststellen, die sich insbesondere für die Giftküche eignen. Magische Energie schwächen. Ja, okay, Magie widerstehen, Anfälligkeit für Gift und Lähmung. Lähmung ist ultra geil. Lähmung ist für uns als Bogenschützen auf jeden Fall nice. Wir nehmen das mit, vielleicht lernen wir das dann direkt alles. Papierrolle weiß ich jetzt nicht, Sporenkrone nehmen wir mit, das hier ist kein Feuersalz oder so, alles klar, können wir hier ein paar Tränke rausholen. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Mann, die würde ich jetzt schon gerne alle mitnehmen eigentlich. Na, wie dem auch sei, ja, das ist so ein bisschen die Idee. Also, bei Nietzsche, der hat das quasi so ausformuliert, da gibt es eine ganz interessante Passage von ihm. Ich glaube, die heißt das größte Schwergewicht. Wartet mal, ich habe es auch hier. Ja, das größte Schwergewicht heißt der Spaß zu Deutsch. Ist ein bisschen eine unglückliche Übersetzung, finde ich. Ich könnte es euch mal vorlesen, ist aber ein relativ dicker Wälzer. Also es ist nur eine Passage, aber eine ziemlich lange Passage. Ich kann euch aber auch einfach erklären, worum es da geht. Der Nietzsche postuliert da letzten Endes ein Szenario, in dem er quasi sagt, yo, Glimmerstaub, bin ich dann nur da oben? Ich bin doch in der Glimmerstaubhöhle, oder? Weil da hoch will ich auf jeden Fall, aber jetzt gucken wir erstmal hier, ja. Nicht, dass wir da irgendwie was verlassen, direkt wieder Combat geht und dann irgendwie ist Bescheid. Also, der Nietzsche sagt da letzten Endes, yo, stell dir vor, parieren. Parieren? Ja, da könnten wir vielleicht, wenn wir beidhändig parieren können,
dann wäre beidhändig vielleicht sogar machbar für uns, wenn wir dann eben im Block einfach verdammt gut sind. Oh, das war nochmal ein Rucksack. Ich dachte gerade, das wäre so ein Tornister, in dem noch ein bisschen was rumliegt. Genau, der Nietzsche sagt letzten Endes, yo, da kommt so ein böser Dämon-Dinger irgendwann in deinem Leben, ja, und der sagt dann zu dir, yo, alles, was du bis jetzt erfahren hast, und egal, ob es schlecht, gut, sonst was war, jede noch so kleine Kleinigkeit, wenn du willst, ja, wird dich ab jetzt wieder und wieder ereilen. Du wirst dieses Leben, genau wie du es jetzt lebst, mit allen Entscheidungen, die du getroffen hast und bla bla bla, ja, allem, was passiert ist, mit dir, an dir oder durch dich, wird dir wieder so erfahren im nächsten Leben. Und das für die Ewigkeit. Ja. Und seine Idee ist jetzt quasi, wenn dies der Fall wäre, dann würdest du ja vor jeder Entscheidung dir wirklich gut überlegen, ey, will ich, was auch immer das herbeiführt, nochmal durchleben oder eben nicht? Ja, können wir da noch, sollen wir da hoch? Habe ich da jetzt irgendwas vergessen? Genau, das ist quasi so seine Idee, ja, dass du dann quasi wirklich jede Entscheidung, die du jemals treffen würdest, würdest du ja, oh, da habe ich einfach Eisenerz vergessen. Was ist bei mir los? Ja, wenn ich so viel erzähle, kriegst du im Gameplay nicht so gut hin. Ja, trotzdem würde ich das jetzt einfach echt gerne so ein bisschen ausarbeiten weiter, weil ihr auch gefragt habt hier, was ist denn hier? Okay, jetzt bin ich halt wieder unten, oder? Okay, ich habe jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich hier irgendwas rausgefunden habe, aber dem Hinweis der Frau nachgehen. Ha. Huh. Haben wir jetzt hier gerade irgendwas rausgefunden? Fühlt sich irgendwie nicht so an. Jetzt gehen wir mal wieder raus und gucken, vielleicht ist dann ja wieder diese Dame, diese Geisterfrau da am Start und gibt uns nochmal einen Hint. Ansonsten gehe ich nochmal rein, weil dann habe ich obviously was übersehen. Genau, die Idee dessen ist quasi, jemand, der sich über diesen Besuch dieses Dämons, was auch immer, wie auch immer ihr euch dieses Wesen vorstellen wollt, erfreut wäre, wäre ja notwendigerweise eine Person, der man dann sagen würde, okay, scheinbar macht ihr Leben irgendwie Sinn. Aha, den habe ich natürlich hart übersehen, ne? Wird nicht vorgelesen, okay. Richtig und, gab es dann die Seite davor? Okay, nee. Richtig. Und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm, eine Gefährtin weh zu tun, irgendwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Pentas und meinem Bruder zustande kommt. Ja, das ist safe der Meldor, Alter. Oder? Der steckt damit drin. Eure Bezahlung wurde am vereinbarten Ort hinterlassen. Oh, diesen vereinbarten Ort sollten wir natürlich dringend noch finden. Oh my god! Oh, oh my god! Oh, oh my god! Ja, genau. Hier, Hund, mach mal ein bisschen was. Dann machen wir Y. Oh, damn. Oh, yeah. Oh, wieder damn. Anyway, den machen wir nackig. Ja, hier ziehen wir die Schuhe aus, keine Sorge. Ich glaube, der Branddamage hat das sogar noch geregelt, gell? Nice, schon wieder eine geile Axt, der, ja, hier. Ausdauerschaden haben wir, glaube ich, schon, aber nehmen wir natürlich trotzdem mit. Kann man teuer verticken. Anderer leer, Groschen und grünen Apfel. Ja, den hat er als Ration so dabei. Das finde ich hier manchmal auch ganz nice, ja? Du machst so irgendwas und dann geht ein Combat los. Ja? Ganz am Anfang, in den ersten paar Episoden, sind wir mal runter an dieses Lager. Läuft es ja eigentlich? Ja, es lädt gegen an, gut. Waren wir in diesem Lager in der Nähe von der Dammwarte, haben das ausgeplündert und ich habe schon gesagt, ah, da brennt ein Feuer, deswegen wird hier safe jemand sein. Und in dem Moment, in dem wir gelootet haben, ist dann hinter uns jemand gespawnt, der da vorher definitiv noch nicht war. Ja. Und deswegen, ja, hier, Meldor Feldwald überführen. Ja, der ist nämlich der Dude, gell, der Bruder, die Ratte. Ja. Wie dem auch sei. Also das ist so das Nietzsche-Ding. Ja. Er sagt quasi, oder beziehungsweise die, man könnte ihn so interpretieren, die Person, die sich über den Besuch dieses Dämons freut und sagt, boah, geil, aller mein Leben noch 100-mal so durchleben, genauso wie es jetzt ist, fände ich voll toll. Ja? Mit all seinen Ecken und Kanten, wenn man so will. Und über diese Prämisse versuchen wir gerade in dem Seminar uns so ein bisschen dieser Frage des Lebenssinns anzunähern. Jetzt finde ich allerdings, ja, ich würde diese Frage bejahen. Ich würde mich aktuell, würde ich gerne nochmal so durchleben. Ich würde sagen, im Generellen bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Die Frage ist, ob das wirklich auch mit Sinnhaftigkeit gleichzusetzen ist. Aber ein anderes Ding, finde ich, ist, ihr wisst Bescheid, ich habe bis jetzt noch jeden Song irgendwann ausgelutscht. Wenn du dein Leben mehrere Millionen Male durchlebst,
dann könnte das bestimmt irgendwann so ein bisschen langweilig werden. Da ist natürlich die Frage, ich habe nicht das ganze Werk gelesen. Wisst ihr, unterstellt er irgendwo noch so, ja, du kannst dich aber halt nie dran erinnern. Wenn das die Prämisse wäre, dann würde ich sagen, okay, ja, dann würde ich mich einfach über den Besuch dieses Dudes freuen und sagen, ja, komm, war schon ein geiles Leben irgendwie so. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich das jedes, dass ich es irgendwie wissen würde, dass es so ist, ja, dass ich das jetzt gerade zum zweiten Mal durchspiele hier, also literally, ja, dass ich Enderal schon mal gezockt habe, in einem anderen Leben, in irgendeinem Parallel Universe oder so, dann fände ich das eigentlich nicht so geil. Ja? Hier, Meldor, mein Freund. Hallo. Oh, oh. Und? Habt ihr was gefunden? Zum Wohle. Also. Schwierige Geschichte. Das wird hier wie folgt laufen. Wir können sagen, ihr seid ein Lügner, Meldor, und ein Mörder. Einiges sogar. Zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet und den Tod von Panthers und seiner Familie angeordnet habt. Den Auftrag zeigen. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was das zu bedeuten hat. Ich würde sagen, das Letzte, das Erste wäre so, oh, ich hau dich jetzt zusammen. Das Zweite wäre so, ah, eigentlich ist alles challenging, oder? Ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Vielleicht gibt es hier nochmal Combat. Ich zeige ihm jetzt mal den Auftrag und schau mal, wie er reagiert. Ja, da kann man mal am meisten über Leute erfahren, weil er weiß ja noch nicht, dass wir ihn überführt haben. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Okay. Erklärt euch, niemand sollte zu Schaden kommen. Deshalb habt ihr einen Auftragsmörder angeheuert, schätze ich. Ja? Nee, komm, erklärt euch. Will ich jetzt hier... Ja, ja. Yoga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Wenn man es halt so kennt, gell? Und mit ihr anzubandeln? Zu bandeln. Okay, ja. War sicherlich der beste Weg, an die Situation, um die Situation zum Guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber... Wobei, Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Ja, und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn Panthers euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Panthers wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemandem davon zu erzählen, ich habe es gesehen. In einer meiner Visionen. Ja, das klingt halt gleich shady ein bisschen, aber komm, wir haben ja keine andere Wahl. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Yuga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen. Ja, Alter, das Yuga zu erzählen, darüber haben die wohl mehrfach nachgedacht. Nein, nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Panthers doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame, ihr müsst mir glauben, diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind mal verstrafen für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter brennt. Verzwickt, ja, eindeutig. Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Yuga. Wenn er schon eine Gefährtin verliert, dann soll er nicht noch so, dann soll er sie nicht noch so in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich für mich auch lohnt. Da wären wir ein richtiger Arsch, aber come on, der eigentliche Arsch ist trotzdem er. Nein, ihr werdet für das gerade stehen, was ihr getan habt. Beim Letzteren wäre ich eigentlich am ehesten dafür, habe ich aber Schiss, dass er jetzt direkt in Combat geht. Aber wie dem auch sei, wisst ihr, wie ich meine? Da hätten wir so ein schönes Kant-Ding hier, ja, mit seinen Maximen.
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich auch wollen kannst, dass alle anderen nach ihr handeln. Und der Meldor hätte bestimmt nicht gewollt, dass irgendjemand hier irgendjemand anderen umbringt oder so. Oder mit seiner Freundin schläft. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Also, da würde ich den Kampf-Move machen. Ja, komm, nein. Ihr werdet für das gerade stehen. Was? Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Ich bereue es doch. Was wollt ihr denn noch mehr? Gerechtigkeit. Ich will, dass ihr verdammt nochmal Sühne leistet. Für Pentas, für seine Frau und für eure eigene Ehrlosigkeit. Ja. Nein, verzeiht mir. Aber das kann ich nicht zulassen. Ja, das dachte ich mir leider. Was zum... Okay. Wie habt ihr das geregelt? Also ich meine, jetzt steht er nicht gerade. Ich könnte dem Bruder erzählen, dass er übelst gesnitcht wurde. Dass seine Frau ihn betrogen hat. Dass sein Bruder jetzt tot ist. Ja, also so irgendwie den zu überführen, hätte mir jetzt mehr Spaß gemacht als... Wie gesagt, ich hatte ja schon ein bisschen drauf spekuliert, aber... Wisst ihr, wie es ist. Können wir jetzt nichts machen. Würde ich sagen, wir gehen mal wieder heim und verkaufen ein bisschen Stuff, oder? Ich würde mal an der Küste langlaufen einfach. Wir sind ja letztes Mal erst hier runter an die Küste bei den Wölfen. Vielleicht gibt es ja an der Küste noch irgendwas, who knows. Wir könnten mal was essen, wir könnten aber auch einfach vorsichtig sein, dann denke ich, geht es schon klar. Brauchen echt dringend die Rolle. Ist gar keine Frage. Apropos, wann habe ich eigentlich das letzte Mal hier einen Punkt verteilt? Haben wir da gerade einen? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Bestimmt irgendwann das letzte Mal wieder gepennt, als das kam. Ja, gepennt hast. Also, bitte deabonniert nicht. Okay, so die Rolle ist hier oben. Das ist natürlich schon ein ganzes Stück. Ja, wenn ihr beim Schleichen sprintet, macht ihr eine Vorwärtsrolle. Das ist natürlich ultra cool. Das wollen wir unbedingt machen. Brauchen wir den Kehlenschnitt. Dafür schleichen wir aber noch nicht gut genug, um irgendeinen Kehlenschnitt auszuführen. Aber Blattschuss wäre halt auch mal richtig gut langsam. Ich glaube, wir müssen jetzt mal über den Kehlenschnitt gehen. Haben wir denn diesen Punkt gerade? Erinnerung freischalten, ja. Greift ihr aus dem Schleichen heraus an, habt ihr eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Ja, geil. Ist es dann auch Angreifen Bogen? Generelles Angreifen, weil dann lohnt es sich ja auch für uns. Schleichangriffe mit Bögen verursachen nun 2,5-fachen Schaden. Das wäre natürlich der Hammer, ja. Aber jetzt haben wir erstmal keinen Punkt mehr. Wie dem auch sei, Leute. Geiles Leben, ja. Wenn dieser Crit immer zählt und es klingt so, weil Angreifen ist halt Angreifen, oder? Das würde ja wahrscheinlich sogar für Magie zählen, wenn ich das hier richtig verstehe. Außer die haben das nicht ganz so explizit gemacht, was genau die jetzt damit meinen. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man nie. Das weiß man erst, wenn man das... erfährt in dem Sinne. Da müssen wir ein bisschen Empirie, Erfahrung ranholen und gucken, wie das so ist, wie sich es entwickelt. Was anderes bleibt uns in dem Sinne nicht übrig. Man könnte natürlich im Wiki nachschauen, aber ich will nicht ins Wiki, weil da werde ich wahrscheinlich 800 Sachen sehen, die ich gerne anklicken will. Und ich will ja auch noch ein bisschen blind sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, guck mal, heute ist der Himmel wieder so. Also so eskalativ. Das hat bestimmt noch irgendwas zu bedeuten, oder? Das ist jetzt erst das zweite Mal und ich habe schon oft den Himmel geguckt, also auf jeden Fall öfters als zweimal. Und einfach noch eine Eiskrampe gefunden, die kann man eigentlich noch schnell essen. Hier, ja, Eispranke meine ich natürlich. Ja. Genau. Also, das lief jetzt ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zufrieden bin. Ich würde sagen eher semi. Es war absehbar, dass er sich wehren wird. Ah, hey, du. Ja, aber, dass dann diese Dame da, also für die war das ja obviously wichtig, dass der zur Rechenschaft gezogen wird. Aber, ich weiß nicht, wisst ihr, wie ich meine, jetzt kommt es ja auch noch drauf an, ob mir der Bruder überhaupt glaubt, dass sein eigener Bruder der Betrayer war, sozusagen. Könnte ja auch sein, dass der sagt, nö, ihr seid voll der Arsch, ihr habt den jetzt, der ist irgendwie jetzt tot und vielleicht seid ihr da sogar dran schuld. Könnte ich mir jetzt halt auch vorstellen. Also es kommt jetzt drauf an, wie der reagiert, wenn man so will.
Aha, ein Grave. Was geht hier ab? Ja, enderaläische Baumwolle, die nehme ich natürlich mit. Oh, was ist das da? Verdächtiger Erdhaufen. Werden wir jetzt auch noch ein Grabräuber? Ja, kommt, oder? Grabräuberin in dem Sinne. Das ist aber die falsche Location, Madame. Wir schaufeln es wieder zu, oder wie? Aha, Enderer leer Groschen, eine Flöte, da haben wir schon eine am Start, aber die ist wertvoll, die könnte man mitnehmen und verkaufen. Wir haben gerade noch genug Gewicht und befinden uns ja eh auf dem Heimweg. Nochmal parieren, geil, Rolle der Wohltat. Halt euch um 35 Punkte Lebensenergie. Sowas hätte ich gerne noch als Zauber, dass wir das ab und zu mal machen können. Schädel ist mir egal. Spitzfingertrank. Ja, Fingerfertigkeit ist 10% einfacher, 60 Sekunden. Ja, das klingt ein bisschen falsch, oder? Findet ihr nicht? 10% besser Fingern. ja, wie dem auch sei. Vielleicht auch nur mein Dirty Mind. Okay, holen wir hier noch die Flussgraben ab. Ist ja immer ein bisschen XP, oder? Nehmen wir natürlich mit. Achso, die sind schon down. Ah, das ist doch die Location, wo wir von den Wölfen so den Arsch aufgerissen bekommen haben, oder? Hier mit dem Schrein neben uns und so. Was geht denn da? Sind wir, sag mal, laufe ich jetzt zu weit gerade? Ja, fast, oder müssen ja fast nach links jetzt eigentlich schon abbiegen. Was war hier nochmal? Sein Mareks Hof. Ne, wir gehen jetzt erstmal zu Yuga Feldwall und lösen die ganze Geschichte auf, oder? Dann wollte ich ja noch in diesen uralten Stollen. Dann wollten wir noch den Gerber heimsuchen, ja, für das Kind. Und für das andere Kind wollten wir noch diesen Schrein suchen. Das sind so die nächsten Objectives, würde ich sagen. Vielleicht können wir eins davon auch noch diese Episode angreifen. Mir wurde zugetragen, dass Friedenskrautrauchen eigentlich illegal ist. Wir da letztes Mal einfach so vor dem Bürgermeisterhaus saßen und da so ein bisschen geblazed haben. Finde ich in dem Kontext eigentlich fast noch witziger, ja, aber okay. Wie dem auch sei. Da geht's dann nach Ark, ja, jetzt verstehe ich's auch. Ich glaube noch eins hoch, gell, ja, da war die Geschichte. So, schau mal, oh, ich habe echt keine... Ja, hier, sichere Truhe. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sichere Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung, Alter, und an Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Schade ab, wie geil. Aber halt eine Truhe, puh, wisst ihr, wie ich meine? Da würde ich halt so den ganzen Alchemy-Stuff reinhauen und vielleicht so ein bisschen Schmiedezeug. Aber dann wird es da halt schon todesunordentlich drin, oder? Aber außer, na okay, nee, ist ja die Sky-UI, dann hat die wahrscheinlich da auch die verschiedenen Reiter drin. In dem Sinne, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, mein Freund. Bad news for you. I got some bad news for you. Major? Das Fieber. Es ist fort. Geil, Alter, dann habe ich ein bisschen was gerissen. Wie bitte? Das Fieber ist fort. Sie ist noch schwach, aber das Fieber ist weg. Was ist passiert? Was habt ihr bei Pentas gefunden? Und wo ist Meldor? Ja, wo ist Meldor, gell? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Wölfe haben Meldor erwischt. Er ist tot. Es ist schwer zu erklären. Meldor und Matilda hatten eine Affäre und Pentas hätte davon Wind bekommen. Die Geschehnisse erzählen. Ja, Leute, wir müssen ehrlich mit dem sein. Der hat uns vertraut. Führt kein Weg dran vorbei. Hab Dank für eure Ehrlichkeit. Ja. Fast ein bisschen wenig feinfühlig jetzt, oder? Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es nicht. Was Matilda getan hat, es ist schrecklich und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber sie lebt, anders als Meldor. Verzeiht, ich will gerade nicht darüber nachdenken. Ich brauche Zeit. Fair enough. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle rechts in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Was dort drinnen ist, gehört euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Wenn du hier oben noch ein bisschen Zeit... Lasst mich bitte allein. Okay. Wenn du hier oben noch ein bisschen Zeit brauchst, dann kann ich ruhig auch dein restliches Haus komplett leer räumen. Das ist gar kein Problem für uns. Oder ihr wisst doch, wie es ist. Hier so ein paar gebackene Potatoes, die nehmen wir mit, oder? Käserad, let's go. Ist das ein gegrillter Lauch? Oh ja. Oh damn. Nice. Oh. Oh. Der Arme.
Ja, ist jetzt ein bisschen Doppelmoral von mir, oder so, boah, wir wollten voll nett zu dem sein und gucken, dass da alles läuft und jetzt räume ich noch sein komplettes Haus aus, aber es ist ein NPC, der weiß damit ja eh nichts anzufangen. Spinnengift brauchen wir nicht. Oh. Klar haben wir da noch ein Geheimfach gefunden. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Gibt's hier ein paar teure Bücher vielleicht? Nee, kommt, also sah jetzt fancy aus, aber Bücher will ich jetzt nicht unbedingt stehlen. Das geht dann doch zu weit. Aber hier, die Baldriswurz, das ist, glaube ich, das, was wir vorher noch holen wollten. Ich dann aber nicht hingekommen bin, quasi. Klühstaub, come on. Kann ich den Kelch heben? Ja, geh mal weg, Alter. Weizen ist nicht so wichtig. Brauchen wir gerade nicht. Vino, was haben wir da für einen Bug? Der verlorene Brigant. Auch wieder ein ganz schöner Wälzer hier. Ach komm, lass mal liegen. Lass mal liegen. Kann hier bleiben. Kann hier bleiben. Okay, was hat er jetzt gesagt? Die Schatulle, meint er die? Schatulle benötigt Schlüssel. Ja, genau, die meint er. Geil, Groschen, Fingerfertigkeit. Verzauberung, dann haben wir Lehrbuch Entropie, Lehrling, Ring des Lichtpaten. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Nice, der wird entzaubert. Ein Smaragd, oh damn. Zauberbuch, zweiter Atem, Rang 1. Heilt befreundetes Ziel um 25 Punkte Lebensenergie, verschlimmert euer Arkanistenfieber um 2%. Damit könnten wir unseren Wolf also heilen. Wäre gar nicht so wack. Ab auf die Sonnenküste, Leute. Das war jetzt schon hart. Tut mir auch. Ja, ich weiß nicht. Der Ausgang hätte besser laufen können, irgendwie. Na, was sollen wir machen, Mann? Wir haben halt die Sache aufgeklärt. Und alle Leute hatten die Wahl, sich frei zu entscheiden, oder? Ich meine, klar, er war unter Druck, der Meldor. So von wegen, yo, wir lassen dich halt auffliegen und so. Aber. Er hätte sich auch entscheiden können, einfach mit seinem Bruder zu reden. Ja, hat er aber nicht. Also er wollte ja obviously angreifen, bevor eben besagte Dame kam und uns geholfen hat. So, ich würde hier sagen, oh, Ambrosia, dann ist die sehr wichtig für uns. Konsumieren wir trotzdem mal, um den ersten Effekt zu lernen. Ja, genau, Unsichtbarkeiten, nice. So, und jetzt gehe ich mal hier schnell durch. Was haben wir noch keinen ersten Effekt? Das muss man echt immer wieder mal machen. Hier, Glühstaub, Mana schädigen, alles klar. Lavendel haben wir noch nicht probiert, kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay, was haben wir noch? Das war's erstmal. Dann würde ich sagen, was wir jetzt haben an Alchemy-Stuff, kann erstmal alles da rein. Kann ich jetzt alles aus dem Alchemiebereich auf einmal da rein tun? Geht es? Wahrscheinlich nicht, oder? Muss ich jetzt durchehen? Ah, Mann. Also, falls ihr da noch einen Tipp habt, ich vielleicht wirklich alles auf einmal da hätte reinlegen können, bitte gerne her damit. Ich bin mir sicher, dass es da so einen Tipp gibt, weil das ist jetzt ja hier Quatsch, was ich hier gerade abziehe, aber wisst Bescheid. Muss jetzt halt mal weg. So, okay, schön. Haben wir das. Dann würde ich hier so, ja, Mann, Amethyst. Na, armseliger Seelenstein. Wir brauchen unbedingt noch Seelenfalle. Zwei armselige Seelensteine, die schon gefüllt sind, können da rein. Alter Stoff ist das Werkzeug, ja, kann da auch rein. Werkzeug, 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 Edelstein rein, blutiger Schädel, Überreste, ist egal, Bohrer kann rein, Barren können rein. Dietrich brauchen wir, Einzelteile können da rein. Eisenbarren können da rein, Eisenerz kann da rein. Wieso haben wir so viele Fackeln? Die können wir nachher mal ablegen eigentlich, oder? Also wegschmeißen in dem Sinne. Eine Flöte können wir verkaufen, Golderz, Grabschaufel brauchen wir, Granatstein, Hammer. Da ist jetzt die Frage, die Schaufel brauchen wir in dem Sinne als Werkzeug ja eigentlich immer wieder mal. Brauchen wir auch Hämmer immer wieder mal? Oder ein Handmeißel oder ein Hobel oder ein Hufeisen.
sozusagen, das sind schon sehr spezifische Werkzeuge, die man halt braucht, wenn man sie halt braucht, oder? Also wenn man halt irgendwie was baut oder dergleichen. Ein Hufeisen würde ich behalten, wisst Bescheid, wegen Lack und so. Zeug verkaufen wir, Seelenstein gefüllt mit kleiner Seele kann da rein. Kohle kann da rein. Lederhaut können wir später mal verarbeiten. Die Libelle im Glas kann da rein. Auch wenn die Zeug ist, aber die würde ich auf jeden Fall behalten. Makelloser Amethyst, makelloser Granatstein, Machaliterz, massiver Schädel. massiven Schädel, wer kennt ihn nicht? Ist ja hier Montag, weiß nicht, wie es bei euch war. So, übrigens, frohe Ostern im Nachhinein. Mir ist sowas immer ziemlich egal, tut mir leid. Hab da einfach nicht so viel Clou, was da eigentlich abging. Also schon, aber ja, es ist mir nicht so wichtig persönlich. Trotzdem hoffe ich natürlich, ihr hattet eine schöne Zeit über die Ostertage. Wäre jetzt ja auch irgendwo verkehrt, wenn man sowas nicht jedem wünscht, der darauf eben irgendwie mehr versteht als ich jetzt persönlich. Ja. Ist immer so ein Ding, man kann nicht von sich selbst auf andere rückschließen, gell? 220 von 395, das ist doch schön. Damit kann man arbeiten und wir jetzt noch ein bisschen was verkaufen. Manche Schichten gehen was? Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. Ja. 15 tote Novizen. Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ja, dem bin ich gerade auf der Spur, mein Freund. Was geht hier eigentlich ab? Anschlagbrett. An diesem Ausschlagbrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Kopfgeldauftrag suchen. Gestartet. Der wegelose Redrick Bohrenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für seine Ableben sind 180 Enderer Leergroschen ausgeschrieben. Ah, doch, könnte man schon mal machen. Können wir da jetzt noch einen annehmen oder machen wir das jetzt erstmal? Das machen wir jetzt erstmal, oder? Also, was heißt, das machen wir jetzt erstmal? Den haben wir jetzt halt angenommen. Nicht, dass es das in der nächsten Stadt vielleicht gar nicht mehr gibt. Die Frage, was wir jetzt machen, erstmal in Flussheim treffen, und um nach Ark aufzubrechen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wollen wir nach Ark aufbrechen? Ja, dann geht's ja direkt weiter. Wir wollen jetzt ja eigentlich erstmal hier so in Flussheim noch die ganzen Sidequests regeln, oder? Also, ich würde sagen, so den im Gedicht beschriebenen Ort finden. Tahutis, ja, von der Alchemie-Dinger, Schönheitselixier in der Klarwasserhöhle finden. Das würde ich sagen, ist unsere nächste Quest, oder? Wo ist die Klarwasserhöhle denn? Ja, hier schön flussaufwärts. Würde ich sagen, wir pennen irgendwo, wäre eigentlich cool, oder? Dürfen wir irgendwo pennen? Was ist das hier? Kuros Krämerladen, ja, der hat bestimmt gerade zu, oder? Wo ist da überhaupt die Tür? Schauen wir mal nach. Vielleicht hat er ja noch offen. Wieder erwartens. Ja, Geselle. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ja, gibt's hier irgendwo? Können wir hier irgendwo knacken gehen? Haus des Gerbermanns. Da könnte man einfach so rein. Da hätten wir natürlich auch noch was zu tun, gell? Kann hier erstmal kurz was gerben. Mean, why not? Das können wir schnell machen. Bisschen Lederhaut gerben. Ja. Und dann können wir vielleicht noch einmal Lederstreifen herstellen. Dann haben wir eine gerade Anzahl an Lederhaut und ein bisschen mehr Lederstreifen. Das erfahrungsgemäß läuft man damit immer ganz gut. Ja, sollen wir es mal probieren, oder? Gehen wir halt mal rein, vielleicht pennen die ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Deswegen können wir mit Tee noch. Aber man kann nur in einem Bett rasten, okay. Ich dachte, man könnte hier irgendwie auf die Uhr gucken. Ah, hier. 1.39 Uhr morgens. Ja, als ob die da wach sind, oder? Und wenn, scheuchen die uns halt schnell raus, falls wir jetzt direkt entdeckt werden. Ehre. Katzenhaft Philoide. So, was wurde denn gesagt? Was hat der kleine Scheißer nochmal gesagt? Herausfinden, was der Schlüssel von aus Jeros Schatulle öffnet. Das müssen wir auch noch machen. In Magister Jeros Schatulle fand ich einen mit dem Emblem des Ordens verzierten Schlüssel. Vielleicht lässt sich irgendwie herausfinden, was er öffnet. Das sollten wir echt auch noch machen, gell? Alle Bände des Blablabla, ja okay, einen Weg finden, das Arkanistenfieber zu bändigen, das wäre schon auch noch cool irgendwie. Ja, Wissen über Enderal, alles klar. Aber wir wollen jetzt ja eigentlich diese Büchse, war das hier? Sidas zeigte mir eine Art Schatulle, die wohl von den Wellen an den Strand nahe Flussheim angespült wurde. Zu einer Enttäuschung befand sich darin, ja, aber das ist ja was anderes, oder?
Auf der Notiz steht eine Art Gedicht, dem Nachgehen, genau das ist das andere Ding. Geheimnis. Hä? Aber das kleine Mädchen hat uns doch erzählt, yo, wartet, ich hab's mir, glaube ich, aufgeschrieben, oder? Gerber Hebel. Ja, dass der irgendwo einen Hebel hat. Wir suchen also einen Hebel. Ah, okay. Was hat er denn da für einen coolen kleinen Drachen? Jetzt schauen wir erstmal in ihre Truhe. Geht so übelst laut auf und zu. Ein Hebel. Ich sehe keinen Hebel. Oh, da oben. Oh yeah. Okay, vielleicht sind es mehrere Hebel, wie bei so einem Sternlingsding, oder? Das könnte natürlich sein, weil er ging jetzt ja wieder zurück. Es ist also entweder temporär was passiert. Was haben wir da oben? Ah, ist noch eine spezielle Platte. Ist gerade erwacht. Sollten wir nicht drin bleiben. Okay, wir können da nächste Nacht nochmal schauen. Scheint gerade aufzustehen oder so. Ja, ist jetzt keine gute Idee, da nochmal reinzugehen. Aber okay, da ist ein Hebel, haben wir schon entdeckt, schon gespottet. Wir wissen jetzt bloß nicht, was der macht. Das ist natürlich schade. Aber das wird noch interessant. Also der kleine Junge hat nicht gelabert. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Könnten auch mal gucken. Er hat ja auch gemeint, wenn er nicht da ist eigentlich, gell? Das meine ich, mich vage zu erinnern. Okay, wie dem auch sei. Sollen wir jetzt noch hier hoch? Oder sollen wir das mit dem Hebel schnell regeln? Weil das wäre halt hier direkt in der Nähe, wenn er jetzt gehen würde am Morgen. Na, das dauert jetzt halt schon noch eine Weile, bis hier wirklich Morgen ist. Sollen wir irgendwo pennen gehen, oder? Gibt es hier nicht irgendwo eine Hut, in der wir pennen dürfen, so? Stimmt, Dolly muss doch irgendwie hier zum Bienenarsch oder so, Flusshain Tempel. Vielleicht geht da noch eine Quest, sollten wir eigentlich echt auch noch schauen. Waren wir auch noch nicht drin. Gehen wir jetzt aber vielleicht nicht unbedingt nachts rein. Ich würde jetzt echt gerne irgendwo knacken eigentlich. Was ist denn das? Das war doch das Haus von dem Dude, oder? Hier ist ein Dingens, vielleicht das da unten. Darf man hier pennen? Sieht nicht so aus. Auch das Haus von irgendjemandem, Alfreds Haus. Geil, Vogelei. Dann schauen wir mal woanders noch. Irgendwo zu knacken wäre durchaus cool. Versperrte Tür untersuchen. Die Tür ist versperrt. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg in das Haus hinein. Aha. Aha. Oho. Zerfallene Kaminwand. Hineinkriechen. Wow, wow, wow. Was soll denn sowas? Ich war noch nicht mal aus dem Loadscreen raus. So, ja, Logo. Fahren die da schnell Schlitten mit dir? Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal die Truhe einrichten. Ja, gut, okay, gut. Alles klar. Ja, schauen wir da nochmal nach, oder? Willst schon wissen, was da drin abgeht. Aber wie soll ich da bitte rein, wenn die mich straight angreifen? Dann müssen wir ja mindestens irgendwie hier... wie machen wir das am besten? Also wir müssen uns heilen davor, sonst läuft da ja gar nichts, ist ja klar. Aber auch dann, 240 Sekunden, ein halbes und ein ganzes 300 Sekunden. Da haben die aber nicht weit gedacht. 540 Sekunden, alter Junge, wir haben ja richtig geilen Scheiß hier. Der Lauch für 420 Sekunden, I see. Okay, ja, dann nehmen wir das halbe, oder? Das müsste ja reichen, das ist ja nicht viel, was uns da fehlt eigentlich. Hä, wo ist das Satzzeichen? Na, wie dem auch sei, wir heilen auf jeden Fall. Pupsen wir hier noch ein bisschen rum. Es geht hier. Flussheim. Liliats Haus. Okay. Kann man vielleicht auch nochmal reinschauen. Ja, ich will irgendwie noch nicht so direkt nach Ark aufbrechen. Ich weiß ja auch nicht, wie weit es weg ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können mal auf der Map gucken.
Ja, eben, ist so... Alter. Ey, wie ich es jedes Mal hinkriege. Nein, entfernen. Wie heißt die? Na, wie sieht es aus? Finden wir diese Shape irgendwo wieder? Ist das hier? Ja. Gell, das ist hier. Guck mal da, man sieht es ja direkt, gell. Auch hier dieses Zeichen, Sonnentempel. Genau, das ist das Stück hier. Ist also gar nicht so weit weg. Trotzdem... Weiß nicht, wir hätten noch die Teleportrolle. Wir könnten mal nach Ark, einfach um das anzuschauen. Oh, die Folge ist auch schon wieder fast vorbei hier. Jetzt will ich aber trotzdem, jetzt gehen wir noch einmal hier rein. Das kann ja hier nicht sein irgendwie wieder. Ja, die, dann holen wir unseren Wolf oder schlitzen direkt auf die eine, muss das ja gehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Man geht da rein und kriegt schon aufs Maul, während es noch lädt. Ich kann mich noch gar nicht bewegen. Chillt mal, Alter. Eine ausgewachsene Ratte. Geht weg, geht weg. Ja, genau. Oh, Junge, Mann. Das ist ja richtig stressig. Zwei ausgewachsene Ratten. Ich dachte, mit unserem Rattenfänger-Set wird das easy. Regeneriert 15 Lebensenergie für 4 Sekunden. Ja, ich werde es halt nehmen, ja. Wo ist sie? Where it is. Okay, jetzt aber, oder? Liebst. Ist einfach immer so schon längst fertig, noch so ein paar Mal drauf einschlitzen, als gäbe es keinen Morgen. Ah, so eine Rattenhaut, Junge, nehme ich mit. Phasmalistentisch haben wir da mal wieder hier. Was ist das hier? Ah, das gehört zum Phasmalistentisch, alles klar. Was haben wir hier? Ein Korb. Lehrbuch Entropie, Lehrling. Was ist das denn hier? Brot, geil. Ah, verdorbenes Brot, yay. Nägel, nehmen wir mit. Weizen nehmen wir mit. Irgendein Ding, Korb, Phasmalistentisch, Alter, das gehört da alles dazu. Ist ja eine Riesenanlage. Vino, da haben wir einen für 12 Wert, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Becher ist egal. Langbogen nehmen wir mit und verkaufen wir. Auch wenn die Gewichtsdingens-Ratio eigentlich gar nicht so nice ist. Fragment linkes Horn. Die Herren des Verstoßenen. Die verlorenen Fragmente finden 1 von 9. Ja, geil. Collectibles liebe ich immer. Okay. Was geht hier noch ab? Änderer leer, Groschen. Oh, eine Kleidung. Da könnten wir uns mal ein schönes Kleid rauslassen. Fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Kommt, gucken wir mal, wie das aussieht, oder? Liegt ja nix. Fände ich es immer schön, wenn das irgendwie, wisst ihr, wie bei Dingens, ich finde aus, am ehesten aus, Fallout kenne ich das so. Ja. Ziehst du eine andere Kleidung an, hast dann mehr Charisma oder so. Was haben wir hier eigentlich? Elementarzauber kosten 10% weniger Mana. Auch nicht schlecht. Echt viel Shit mittlerweile, den wir mal entzaubern könnten. So, guck mal hier, Kleidung, wie sehen wir damit aus? Sehen wir damit hübsch aus? Ja. Junge, die sind relativ prall, oder? Also so Körperbau, da haben die sich schon was dabei gedacht. Durchaus etwas fick. Ja, so, hier, Mana regeneriert schneller, hatten wir, gell? Könnten wir auch mal bald gegen irgendwas Geileres austauschen eigentlich. Was gibt's in der Truhe noch? Blauer Quarz, dope. Mana-Trank, ranzig. Rezept können wir verkaufen und einen schönen Ständer. Wir könnten hier in einem Bett knacken, dann haben wir das Problem gleich auch gelöst. Könnten ein bisschen länger drin knacken. Und damit die Episode auch beenden, oder? Sonst wird die hier wieder krank überlang. Und dann könnten wir gucken, wie es mit dem Gerber aussieht, dass der vielleicht sein Haus verlässt, wieder reinsneaken und das dann nochmal noch regeln hier, das wäre doch cool. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich, wo ist eigentlich der Kamin, durch den wir, ah, okay, hier, alles klar. Ja, Leute, dann würde ich sagen, es hat mich wie immer gefreut, das war mir eine Ehre. Stay hydrated, stay Enderal, bis zum nächsten Mal, euer P, Ade. Hä? Abo? Abonnieren. Ja. Das wäre schon wichtig, Mann. Scheiße, wo ist der Abo-Knopf? Scheiße, wo ist der Abo-Knopf? Ich kann nicht abonnieren. Ich kann nicht abonnieren. Wo abonniere ich? Ich muss abonnieren. Abonnier jetzt! Ja! Das ist die Message! Yeah! Das Video war der Hammer! Wie? Wie immer! Yeah! Dieser P!